Zuletzt bei Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Wir verfolgten Bowser, der Prinzessin Peach entführt hatte, weiter auf dem Steinblockgipfel. Wir fanden Prinzessin Peach Krone am Rande des Vulkankraters, exakt in dem Moment, als aus dem Krater Lava geschossen kam. Gemeinsam mit dem jungen und auch alten Professor Igitt konnten wir jedoch den Vulkanausbruch stoppen und nun können wir den Krater betreten, um hoffentlich Bowser und Prinzessin Peach zu finden. Was geht, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mario und Luigi Partners in Time. Und wir sind aktuell beim Steinblock-Vulkan. Und, oh, okay. Wir werden hier hingebracht. Ah! Das ist eine Abkürzung zurück zum Start. Aber da wollen wir noch nicht hin. Denn beim letzten Mal ist ja der Vulkan ausgebrochen. Aber wir konnten ihn erfolgreich löschen. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, zur Spitze des Vulkans zurückzusteppen und dann tatsächlich in den Vulkan reinzugehen. Denn irgendwo da drin müssen vermutlich Bowser und Peach sein. Wollen wir... Oh, scheiße, das ist so schwer zu kontern. Das sind so unfaire Gegner, ich dreh hohl. So, dann probieren wir den Kollegen direkt rauszunehmen, gerade auch mit dem Angriffsboost, den Mario hat. Der hebt seinen Speer. Das geht auf Luigi. Wunderbar. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den vielleicht gleich rausgenommen bekommen. So sieht's aus. Sehr gut. Da fühle ich mich doch schon mal ein bisschen sicherer. Und dann hauen wir einfach nochmal eine Brossblume hinterher, denn von denen habe ich einige. Und dann ist das doch schon mal ein ganz guter Start in dem Part. Ich habe jetzt tatsächlich eine ganze Zeit nicht mehr aufgenommen. Oh, sehr schön. Ich hätte nicht gedacht, dass es beides direkt killt. Weil ich in letzter Zeit ziemlich viel gereist bin, ziemlich viel unterwegs war. Unterwegs! Und dementsprechend auch lange nicht mehr hier an meinem Rechner saß und Videospiele gespielt habe. Es ist gerade wieder richtig, richtig schön, hier einfach zu zocken, ne? Und sich einfach wieder ein bisschen Zeit für alles nehmen. Oh Gott, wie viele einfach von denen hier sind. Vier Stück! Vier Stück! Holy shit! Okay, ich werde, glaube ich, übertrieben auf die Fresse bekommen. Oh Gott. Okay, Luigi geht gleich Game Over. Das ist aber auch so schwer. Verdammte Axt. Die zerlegen mich komplett. Oh mein Gott. Ich lebe einfach noch. Wie lebe ich noch? Okay, also, dann gönnen wir uns. Warte mal, Luigi ist danach ja auch noch dran. Passt auf. Dann hacken wir jetzt erstmal rein. Was ist das Heftigste, was ich aktuell liefern kann? Wahrscheinlich die Eisblume, ne? Weil ich damit so ein bisschen auf die Stats senken kann. Und mit Luigi werde ich dann mich heilen. Okay. Okay, eine Verteidigungssenkung. Das ist jetzt auch nicht so der Hammer. Verdammte Axt. Und wir gönnen uns ein Ultrapilz tatsächlich. Ich gönne mir einen Ultrapilz. Denn den brauche ich. Uff. Und dann müssen wir den Bums jetzt irgendwie überleben. So, das wird jetzt, glaube ich, hier sowas Lockeres. Nee. Oh, aber ich habe gekontert. Oh mein Gott, Freunde. Ich habe zum ersten Mal einen Twomp gekontert. Das ist insane. So, der geht wieder auf Mario. Das erkennt man daran, ob sie mit einem Looping am Anfang nach oben hüpfen. Der geht wieder auf Mario. Jawollo, ich habe sogar noch einen Konter hinbekommen. Was ist los? Was ist los? So, mit Mario werde ich jetzt wieder angreifen. Diesmal, glaube ich, mit einem Trampolin. Und mit Luigi werde ich dann Mario heilen. Aber ich werde jetzt immer mit Mario angreifen, weil der ist halt einfach ein bisschen stärker. Und wir müssen jetzt irgendwie, so gut es geht, hier Damage rausbekommen. Das ist wirklich das aller Wichtigste. Jetzt hätte ich fast wieder den Y-Button-Press verkackt. Okay, wir sind schon auf Super. Das heißt prinzipiell schon mal ein guter Angriff. Okay, das war ein sehr guter Angriff, Freunde. Das war ein insane guter Angriff. Holy shit, ganz, ganz stark. So, und jetzt gibt es nochmal hier einen dicken, schönen Pilz für Mario, dass es dem Kollegen jetzt auch gleich wieder besser geht. Und so, wenn die Shell kommt, kann ich sehr gut ausweichen. Richtig. Wenn die Shell kommt, kann ich perfekt ausweichen. Wunderbar. Und jetzt, das geht wieder auf Luigi. Und auch das kriegen wir gekontert. Freunde, jetzt geht's ja langsam los hier. Jetzt ist ja hier langsam ein bisschen Action am Start. Wunderbar. Und ich hoffe, dass sich das Ganze dann auch erfahrungspunkte technisch lohnt, weil wenn nicht, wäre das sehr traurig. So.
Aufpassen, verdammt zu früh gehüpft, aber das macht zum Glück nur 4 Schaden. Das können wir verkraften und ich werde ab jetzt diesen Gegnern gekonnt aus dem Weg gehen. Weil die sind echt ätzend. 328, ja, das ist ja fast ein Bossgegner. Holy shit. Sehr angenehm. Oh, ey. Was für ätzende Gegner. So, du kannst jetzt schön erstmal abhauen. Ich bin natürlich den Gegnern auch bei der Flucht gekonnt aus dem Weg gegangen, weil wir da gerade von Lava geschossen angegriffen wurden, beziehungsweise, ja, es regnete Lavageschosse. Oh, Süßer, sei wieder fröhlich. Oh Gott. Fröhlichkeit weg. Nicht mehr fröhlich. Sei doch nicht so, mein kleiner Blöckling. Ein wenig Feuer ist noch immer übrig. Spring einfach dort rein. Hey. Das wart doch ihr fiesen kleinen Kobolde, oder? Ihr habt den Vulkan mit all dem Wasser gelöscht. Keine Ausreden, seht euch doch nur an. Ganz offensichtlich seid ihr doch Klempner. Dank eures Einmischens ist mein Gatti nun steinernst. Es war sein Lieblingshobby, in den Vulkan zu springen, ihr bösen Männer. Schon das ganze Jahr über haben wir auf den jährlichen Ausbruch gewartet. Vulkan mit ohne Feuer. Kein Vulkan mehr. Nur Berg. Habt ihr das gehört? Das ist alles eure Schuld. Also los, gebt uns den Spaß zurück. Werdet ihr helfen? Sprecht lauter. Das werdet ihr sicher nicht, oder ihr miesen Wanzen. Dann werde ich euch auch wie Wanzen behandeln. Ich mache euch platt. Laber nicht. Laber nicht. Einfach ein Bossfight. Wow. Ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht mit dem. Okay. Ich habe auch keine Ahnung, mit was man hier am besten angreift. Ich greife mit dem Hammer an. Okay, 32, das kann sich sehen lassen. Und ich werde den Kampf jetzt damit eröffnen, glaube ich, hier einen roten Pfeffer mir zu gönnen. Wobei, nee, den roten Pfeffer gönne ich mir erst, wenn es Mario nicht mehr gut geht. Ich gönne Mario noch mal einen Pilz, damit der, weil der ist noch mit Hälfte Leben hier drin, damit der ein bisschen besser hier reinstarten kann. So. Okay. Aha, aha. Okay, es hat funktioniert und sie greift nochmal an. Nein, jetzt hat es Luigi erwischt. Okay. Aber Mario hat seinen Angriffsboost noch. Das ist strong. Okay. Dann starten wir einfach mal mit einem Taschenwau. Und schauen einfach wieder mit was reißen. Weil ich weiß vielleicht nicht, ob Sprünge was bringen. Okay. Also, die, obwohl sie ein Stein ist, scheint sie ganz normal Schaden zu nehmen. Egal ob per Hammer oder Sprung. Ich hätte mir zum Beispiel vorstellen können, dass sie vielleicht gegen Sprung immun ist, weil sie einfach ein Stein ist. Oh, verdammt. Okay. Aber ich glaube, prinzipiell war es ganz okay, oder? 100 Schaden, damit kann ich leben. So, und Luigi gönnt jetzt einfach nochmal ein Kanonengeböller hinterher. Und dann schauen wir einfach mal nach. Wie gesagt, sobald Mario seinen Angriffsboost verliert, YXBA, werde ich den roten Pfeffer essen. Sehr geil. Aber es war nur 94. Also der Taschenbau war auf jeden Fall besser. So, jetzt muss ich ein paar Hammer. Okay. Sehr schön. Ich habe 2 Feuerblumen gerade geschenkt bekommen. Es scheint fast so, ne? Okay. Wir machen weiter. Grüner Panzer. Was? Das war's? Nee, sie ist kleiner geworden. Und ist jetzt zu viert. Okay. Dann greife ich jetzt mal mit einer Eisblume an. Weil ich weiß nicht, Eis stelle ich mir sinnvoller gegen Stein vor als Feuer. Ich meine, die haben auch gesagt, dass sie ab und zu... okay, der geht auf Mario. Mario, Mario, Luigi. Okay. Übertrieben einfach zu kontern. Weil die haben doch gesagt, dass sie aus Spaß in den Vulkan hüpfen. So, Freunde, wir machen mit dem Pardots-Ei weiter. Und ihr habt mir gesagt, ich muss gar nicht mir sozusagen, oder wir testen das mal, diesen Ball so zuspielen. Oder wir schauen mal. Doch, das macht mehr Schaden. Natürlich muss ich mir den Ball zuspielen. Lieber Kommentarschreiber, der mir gesagt hat, dass dieses Zuspielen nichts bringt. Das bringt was, Meister. Damit erhöhe ich meinen Schaden. Falls du es nicht mitbekommen hast. Sehr schön. 2 sind down, die waren fake. Und dann machen wir jetzt noch mit einem Trampolin weiter. Weil damit greife ich ja auch mehrere an. Und dann beenden wir das einfach. Aber dann war das kein richtiger Bosskampf. Also ich sag mal, die Mucke und die Aufmachung war schon bosskampfmäßig. Aber die war jetzt nicht sonderlich schwer. Außer ich labe euch. Nein. Ich labe jetzt mal wieder absoluten Müll.
und unterschätzt die, ne? Und jetzt passiert irgendein Shit. So, okay, die greift Luigi an, sehr gut. Und kriegt jetzt gleich noch irgendeine richtig krasse Phase. So, da machen wir jetzt mit einem grünen Panzer weiter. Und beenden das hoffentlich. Sehr geil. Guter Angriff, 82 Damage. So, und jetzt noch, was haben wir noch nicht eingesetzt? Naja, Feuerblume brauche ich nicht so. Naja, wir greifen einfach normal an, würde ich sagen. Wir greifen einfach mal normal an. Ich glaube, so viel Leben kann die doch gar nicht mehr haben. Und mit ihrem aktuellen Angriffsmuster macht die mir auch keine große Angst. Oh, 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 sie wird wieder größer. Und wir kriegen wieder... Oh Gott. Nein, verdammte Axt. Die zerstört Luigi einfach nur. No way, aber Mario hat immer noch keinen Treffer kassiert. Okay, ich nehme sie doch ernst. Wir nehmen sie doch ernst, Freunde. Ich habe mich dazu entschlossen, dass wir das machen. Kanonengeböller. YBAX. Sehr geil, 94 Damage. So, und Luigi braucht jetzt auf jeden Fall noch meine Heilung. Ich nehme jetzt nicht den heftigsten Pilz. In der Hoffnung, dass der schon übersteht. Oh, 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 oh. Ja, das hat funktioniert. Zack, aufpassen. Ja, das passt. So, wir machen weiter, Freunde. Hier werden ab jetzt keine Faxen mehr gemacht. Noch ein grüner Panzer. Der hat mir bisher immer den besten Dienst hier erwiesen, actually. Nein, ich hab verkackt. Aber 50 Schaden kann man stehen lassen. Und Luigi jetzt nochmal mit einem Trampolin hinterher. Und ich meine, ein Trampolin auf einen Gegner, das kann doch schallern, oder? Wenn wir uns jetzt hier ein bisschen anstrengen. Mario macht einfach 12 Schaden mit einem Sprung. Mega stark. Puh. So, jetzt volle Konzentration. Nein, ich habe doch richtig gedrückt. Ich meine, offensichtlich nicht, aber ich dachte, ich hätte richtig gedrückt. Aber 89 Damage. Okay, sie ist hier zu viert. Luigi, Mario, Luigi, Luigi. Shit. So, ich glaube, jetzt hat Mario auf die Fresse bekommen, oder? Hat er auf die Fresse bekommen? Ich weiß es gar nicht. Nee, der hat immer noch seinen Boost. Okay, dann feuern wir jetzt einfach wieder ein Paradox-Ei hinterher. Weil damit treffe ich auch wieder alle. Und wir kriegen eventuell schicke Items daraus. So, immer schön auf die andere Seite vorlegen. Mhm. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr gut. Ah, kriegen wir sogar einen Pilz raus, ne? Sogar einen Superpilz. Das kann man doch stehen lassen, ne? Aber warte mal, der untere hat jetzt 64 Schaden bekommen und steht noch. Meint ihr, das könnte die echte sein? Wir hauen mal einen Taschenbau hinterher. Vielleicht, ne? Ich sag mal, mit dem Taschenbau greifen wir mal schön alle an. Da wird auf jeden Fall der ein oder andere, der ein Goomba ist, rausfallen. Verdammte Axt. Das ist aber auch so schwer zu erkennen bei so vielen Gegnern. Ja. Doch, Mario, Luigi, Luigi. Ja. Doch, ich glaube, unten ist die echte. Unten ist die echte. So, okay. Dann gibt es jetzt noch mal eine Kanone auf die untere. So viele Leben kann die Kollegin doch nicht mehr haben, oder? Und vor allem, die greifen sie einfach ran. Das war so null, null zu erwarten. A, X, B, Y. Sehr geil, 94 Schaden. Ja, wir haben es geschafft. Guter Fight. Sie hatte aber auch nicht die schwersten Muster zum Ausweichen. Muss man ehrlicherweise zugeben. One-Up-Pilz-DX. Würde ich sagen, von den Angriffsmustern eher einer der entspannteren Bosse. Noggy Maus, die haben mich fertig gemacht. Doofe Männer. Seid nett zu Damen. Oh, Blocky Block. Blocky Bocky. Bist du jetzt nicht mehr traurig? Wie, ihr retten hübsche Dame? Ihr springt den Vulkan, um hübsche Dame zu retten? Ihr jung und nicht sehr helle.
dicke Nasen, aber dürre Hirne. Dennoch, hübsche Dame retten ist wichtige Aufgabe. Ihr Leute wollt wirklich da rein? Wir gehen den Berg, nicht Vulkan, aber okay, ihr vier springt auf mich. Okay. Und den Kleinen? Oh, hilf ihm doch! So, und jetzt hoch mit ihm. Oh, wie aufregend! Nimm mich mit, mein Zuckerwürfel! Du, zu schwer. Wie bitte? Wie kannst du es wagen? Oh. Sie hat uns, glaube ich, reinbefördert. Idiot! Temperamentvoll sind sie. Das muss man ihnen lassen. Aber wir sind da. Oh, sie unheimlich. Ich dafür bezahlen werde. Jetzt ihr wissen, warum nicht zu Damen sein. Hübsche Damen, die ihr hier suchen wollen, sie gestohlen worden. Oh boy. Was macht er hier drin? Das hier ist die Hölle. Es ist heiß, es stinkt, es ist gefährlich, es ist eine einzige gigantische Feuersbrunst. Ich liebe es. Der perfekte Ort, um einen Ort, um einen kleinen Zweitwohnsitz zu errichten. Was für ein fieser Ort. Siedend heiß, müffelnd und wie geschaffen für Ärger. Richtig stark, genau der richtige Ort, um ein zweites Schloss zu erbauen. Hey, du da! Dieser Ort gehört mir, du Flasche! Zieh Leine! Ah, du kommst mir bekannt vor. Ja, du siehst aus wie eine größere, fette Version von mir. Zumindest wärst du das gerne. Nein, du wärst das gerne, du Heini. Du magst wohl sprechen und aussehen wie ich, aber du bist nicht ich. Du bist nur ein kleiner, kleinwüchsiger, großmäuliger Lümmel. Du hast ein Mundwerk wie ein Mülleimer, du Fettsack. Wer hat dich denn aufgezogen? Kettenhunde etwa? Ich? Wer riecht denn hier aus dem Rachen wie ein Goomba nach einer Knoblauchpizza? Du wirst es nie zu etwas bringen. Da haben sich die beiden auch mal kennengelernt, ne? Sehr lange Geschichte, aber verstanden. Großer Bowser ist ein grundvoll Vulkan. Okay. Ihr euch beeilen und retten hübsche Dame. Wenn ihr nach oben wollt, ihr mir sagen. Frau Böse aber, ich trotzdem zurückgehen. Was ein Ehrenstein. Okay, ja, damit kann man doch arbeiten, Freunde. So, also hier drüben auf der Karte sind irgendwie 3 Röhren eingetragen. Aha, 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 das sind wahrscheinlich irgendwelche Abkürzungen. So, wahrscheinlich je tiefer wir kommen, desto, also... desto tiefer kommen auch jeweils mit den Röhren, ne? Weil das sind quasi Abkürzungen, die man sich dann eröffnet, wenn man Progress macht. Alles klar. Okay, Freunde, willkommen im Vulkan, würde ich an der Stelle sagen. So, und jetzt ist hier schon unser erstes Minigame. Was geht ab? Na, ist die Luft aus deiner Babyschleuder raus? Dann verschafft ihr mit diesem Wirbelsturm wieder etwas Power. Ah, okay. Wir müssen, ne, die Baby schleudern. Dann schauen wir doch mal, Freunde. Ja. Okay, wo muss ich hin? Oh! Ich muss das nochmal machen. Darf ich bitte nochmal nach oben? Oder warte mal, kann ich die nochmal holen? Pass auf. Ich will die ganzen Münzen mitnehmen. Ich wusste nicht, dass ich da jetzt so ganz langsam runtergleiten muss. Das war mir nicht bewusst. So, neuer Versuch, Babys. Deswegen ist es auch ein bisschen wie so ein Pachinko-Automat da oben aufgebaut, ne? Wie so eine Art Pinball-Automat. Alles klar. Ich hab verstanden. Na dann, gönnen wir uns hier mal ein bisschen Tempo. Und
Und dann schauen wir jetzt ganz entspannt nach, was wir hier tun müssen. Mhm. Ich will nämlich jeden Cent hier mitnehmen. Und wir landen da drüben. Weil den will ich auch noch haben. Zweimal roter Pfeffer. Okay, also man findet irgendwie kaum grünen Pfeffer. Aber roten Pfeffer gibt es mehr als genug, habe ich das Gefühl. So, oh mein Gott, das ist irgendein goldenes Viech. Okay, da sind ganz viele goldene Viecher. Ich dachte, die wären wertvoll. Scheinen sie aber nicht zu sein. Oh, das war's schon. Okay. Wie greife ich die an am besten? Pass auf, vielleicht mit einem Hammer. Vielleicht muss ich die K.O. schlagen. Vielleicht ist das das Rätselslösung. Okay. Ja. Okay, Freunde, ich habe sie angegriffen. Sie stehen noch. Kann ich irgendwas gegen die tun? Ich habe das Gefühl nicht. Ich habe das Gefühl, die sind aktuell zu stark für mich. Vielleicht hätte ich die auch erst mit den erwachsenen Marios und Luigis angreifen müssen. Nee, aber sie stehen noch. Ich bin stark verwirrt, Freunde. Wir hauen mal eine Eisblume raus, um vielleicht den Angriff oder ihre Verteidigung zu senken. Nee, verdammt! Zack, wir greifen an. Mario hat jetzt sogar einen Angriffsboost bekommen für den guten Angriff. Vielleicht kann ich aber jetzt hier K.O. schlagen. Nee. Oder mit Mario, trotz Angriffsboost? Nee, macht trotzdem nur einen Schaden. Okay, die ergeben noch nicht so viel Sinn für mich. Wenn ich jetzt hier mal an der Stelle ganz ehrlich bin. So, aber hier komme ich jetzt auch noch nicht weiter. Ah! Hier holen wir unsere Kollegen dazu. Okay. Ja, damit kann man doch auf jeden Fall besser arbeiten, ne? Sehr schön. Dann holen wir uns jetzt mal den ganzen Bonus, den wir brauchen. Aha, Taschenbaus, wunderbar. Kopierblumen. Okay, Freunde, wir haben schon wieder, glaube ich, eine neue Brüderattacke bekommen. Kann das sein? Da kann ich die Babys reinwerfen. So, und jetzt greifen wir nochmal mit den Erwachsenen-Versionen hier an. Okay, die machen immerhin 2 Damage. Okay, der haut ab. Zack. Kopierblume, was bist du? Drücke den Knopf des springenden Bruders, wenn er auf dem Gegner landet. Okay. Okay, jetzt kann man nur auf einen... Wow! Jetzt kann man nur auf einen einsetzen, oder was? Okay, das ist ja mal mega stark. Gerade wenn man nicht viel Angriff macht. Okay, ich wusste nicht, dass ich den Gegner wechsle dann. Weil man dann einfach ganz viele einzelne Angriffe setzen kann. Das ist gerade bei Angriffen gut, wo man nicht viel Schaden auf einmal machen kann. Ich bin begeistert, Freunde. Ich bin massiv begeistert. Yeah! Okay, es bringt 180 Erfahrungspunkte. Das ist in Ordnung. Wir kriegen den Ultra-Pilz. Hallo? Da sage ich doch nicht nein. Okay, die Gegner scheinen einfach kein großes Hindernis zu sein. Die scheinen einfach nur so ein defensives Monster zu sein. Aber gerade mit der Kopierblume, die eine sehr geile Attacke ist, wenn ihr mich fragt. Ey, wie viele Brüderattacken wir einfach schon haben, ne? Kann man hier auf jeden Fall gut Damage machen. Feier ich. Sehr, sehr, sehr feierbar. So, da ist nochmal eine Bohne. Wie gesagt, die Bohnen sind irgendwie nicht so wichtig, weil ich muss sagen, Krankheit hat jetzt nicht so viele Orden, die für mich von Relevanz sind, weil die mir teilweise zu overpowered sind, die er hat. Da bin ich ganz offen und ehrlich zu euch. So, aber was geht jetzt hier ab? Ah! Okay, warte mal. Was geht hier ab? Seht ihr das? Da ist irgendwie so ein Pfeil am Boden. Hier. Ah, hier muss ich rein, glaube ich. Ja. Hier muss ich rein. Killt der mich? Nee, auch nicht. Oh, wow, ein Minigame. Hä? Oh, willkommen. Diese Steinblockbrüder-Minispielhalle. Hä? Was ihr meinen, ihr denken ich allein. Falsch, kleiner Bruder weit vorne. Hä? Ihr weiterziehen? Ihr Jammerlappen. Ihr spielen ein Spiel, dann weiterziehen. Wieso euer erstes Mal hier, da ich spielen umsonst? Das ist einfach ein armiger Bandit. Hey, okay, hier Regeln. Wir sehen Kanone, Kugel reinstopfen. Jede Art Kugel, okay. Wenn Kugel drin, Schalter rechts betätigen. Okay, dann machen wir hier eine Kanonenkugel. Und jetzt müssen wir hier draufhacken. Sehe ich das richtig? Ja. Okay, wir werden da hochgeschossen. Kugel fliegt raus, hier sie rumrollen.
Wahrscheinlich müssen wir möglichst viele Diamanten einsammeln, oder? Überall Juwelen. Oh, ganz viele sammeln. Mehr Juwelen, mehr gut für euch. Nachdem ihr Juwelen habt, ihr ins Loch lenken. Wenn ich euch mehr sagen, wenn ihr im Loch seid. Okay. Ja. Okay, ich habe, denke ich, die maximale Anzahl mitgenommen. Rad sich jetzt drehen. Ihr Schalter in der Mitte drücken, um Rad anzuhalten. Alle drei Bilder gleich, ihr fett den Preis gewinnen. Ihr habt 5 Juwelen, daher 5 Dreher. Okay. Ja, beim Stern, ne? Jawollo! Okay. Jackpot. 3 Pilze machen 20 Münzen. Was? Ich kann hier nur Münzen gewinnen? Oh, lächerlich. Hier noch 4-mal drehen. Okay. Ja, wenn ich noch 4-mal hab, dann probieren wir jetzt mal hier die Blume. Nach dem Pilz. Hey, das ist ja voll entspannt. Jackpot. 3 Blumen, 50 Münzen. Oha. Das ist mal voll krass. So, Stern ist einfach nach Blume, ne? Ja. Jawollo. Und was ist 3-mal Stern? Jackpot. 3 Sterne, 1 Borne. Oh, lol. Ja, dann gehen wir doch einfach immer auf Sterne, oder? Das ist doch irgendwie das Sinnvollste. Aber das heißt, es gibt wirklich theoretisch unendlich Bohnen, ne? Das heißt, es ist für die 100%, glaube ich, nicht wichtig, alle Bohnen auszubuddeln. Weil theoretisch kann man sich hier so viele Bohnen verdienen, wie man will. Die sind also nicht begrenzt. So, dann holen wir uns noch mal eine Bohne. Oh, das war jetzt nix. Jawollo. Okay. Jackpot. Nochmal 50 Münzen. Ja, voll entspannt. 100 Münzen pro Spiel? Ja, das ist ja voll chillig, aber nee, passt. Danke. Das war alles gut gespielt. Bis nächstes Mal. Ah, okay. Wir waren sogar verpflichtet, hier zu spielen, weil dadurch kommen wir jetzt hier weiter. Okay, also. Wir haben hier im Glücksspielberg erstmal dick abgesahnt, würde ich sagen. Ich bin zufrieden. Aber das ist jetzt eher weniger der Grund, weshalb ich hier gewesen bin, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich zu euch bin. Sondern wir wollen ja immer noch Prinzessin Peach hier unten finden. Boah, warum habe ich nur das Gefühl, dass noch so ein Doppelkampf gegen Bowser und Bowser Jr. kommt? Das wäre halt schon, das wäre schon ein geiler Fight irgendwie gegen die beiden. Oh Gott, Feuerschroops. Die brennen einfach. Aber ich kann nicht auf die draufspringen, also ich will es nicht. Deswegen laufe ich einfach in sie rein. Und ich glaube, ich greife doch lieber ein paar Hammer an, ne? Ja, Feuerschroop heißt er tatsächlich. Sehr gut. 45 Schaden. Vielleicht kann ich ihn ja K.O. schlagen. Nein. Und der holt jetzt ein UFO. Ah, und zündet damit einen Böller an. What the hell? Der eskaliert ja komplett. Was ist denn mit dir los? Okay, der ist irgendwie stärker als gedacht. Allgemein, dieses Game hat selten so wirkliche Lappengegner, ne? Aber es sind auch nur 90 Erfahrungspunkte. Also irgendwie eine Kopierblume, sehr schön. Es lohnt sich jetzt nicht zwingend gegen die zu kämpfen. Der macht viel Schaden und gibt wenig Reward. Also ich sehe noch nicht den... Oh boy! Ich sehe noch nicht den Grund, gegen ihn zu kämpfen. 4 Blöcke sind hier unten. Und die machen den Turm. What? Seit wann machen die das denn? Okay, Freunde, grüner Panzer. Wow. Das war der erfolgreichste und traurigste grüne Panzer meines Lebens. Aber hat Luigi wirklich mehr Geschwindigkeit als Mario in der Baby-Version? Das ist ja mal voll crazy. Aber Luigi hat gerade als erstes angegriffen. Schöner Angriff, Freunde. Und da kriegt auch Mario wieder seinen Angriffsboost. Aua. Aua. Ja, es hat ein bisschen wehgetan, aber uns geht's noch gut. Wir machen weiter mit einer Eisblume, um eventuell die Verteidigung zu senken. Das ist ein ziemlich fieser Gegner, wenn ihr mich fragt. Sehr gut, 80 Damage. Let's go. Zack, und wir kriegen die Eisblume sogar wieder zurück. Da sagt man doch nicht nein. Schön, aber das ist eigentlich nicht das, was ich mir hier drin erhofft hatte. Aber hey, so... Besser als nichts. Das hier ist so ein goldenes Chamäleon. Keine Sorge, ich lasse euch in Ruhe. Das ist in Ordnung. Ihr habt ja keine Lust zu kämpfen und ich will jetzt auch den Kampf nicht mit euch herausfordern. So, ne? Ich bin ja nicht auf Streit aus.
Wobei ich schon Lust hätte, euch nochmal zu verprügeln, wenn ich ganz ehrlich bin. Ihr seid ziemlich free Doch, ich geh jetzt auf euch. Ihr seid free Erfahrungspunkte. Ihr wehrt euch nicht mal. Zack, ups. Okay, der flüchtet. Ja, dann würde ich sagen, Kopierblume it in, oder? Unsere neue Attacke, die ich echt episch finde. Bisher greifen nur Luigis an, just saying. Das war's auch schon. Ja, mit einer Kopierblume kann man die wirklich alle wegrattern, ohne dass irgendwas Großes passiert. Vielleicht sollte ich sie doch angreifen. Ich meine, ich bin auf jeden Fall nicht overlevelt, das haben wir schon mehrfach festgestellt. Und gerade wenn hier, ja. Aua. Ach, verdammt. Ich wollte sagen, gerade wenn die hier alleine sind, oder zu dritt sind, dann kann man hier richtig dick Cash machen. Aber einen besiegen bringt jetzt auch nicht so viel. Na gut. Ich greife jetzt einfach so an. Wenn er flüchtet, ist es in Ordnung. Wenn wir ihn gekillt bekommen, ist es auch in Ordnung. Aber ich werde jetzt keine Kopierblume für den Meister verschwenden, ne? Oh, der greift zweimal an? Du Sau. Du bist ganz schön fies. Warum hältst du jetzt auf einmal so viel aus? Ah, okay. Da hat er noch einen KP. Mann. Ihr seid doch nicht so leicht verdient. Verdiente Erfahrungspunkte. Ich dachte, 5 Geschwindigkeit für Baby Mario. Okay. So, Bart ignorieren wir mal. Verteidigungen sind auch 1er. Angriff sind auch 1er. KP auch. Oder doch Geschwindigkeit? Ja. 3 bis 6. Ich krieg eine 3. Das ist doch zum Heulen. Okay, Luigi. Welchen Stat wollen wir bei dir erhöhen? Hier sind noch heftige Stats. Ja, es war 1 bis 6. Ich denke, über eine 3 kann ich mich auf Angriff nicht beschweren, aber ich hatte schon mal bessere Level-Ups. Okay, Freunde. Da würde ich aber sagen, machen wir an der Stelle Feierabend. Und beim nächsten Mal geht's weiter hier im Vulkan. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen lieben Dank noch an Ciaran Komora, Lux Arcadia und JT90PRL für euren Riesensupport mit der großen Kanalmitgliedschaft. Danke euch.